Hallo Leute, ja, wir sind hier in unserer Basis, die schlafen und da oben liegt jemand, der verletzt ist. Den wollen wir ja retten und hoffen, dass wir den dann bekehren können, dass der zu uns gehört. Noch lebt diese Person, aber ist die Frage, wie lange, weil hier schon ziemlich viel Blut auch ist. Könnte sein, dass sie da auch stirbt. Jetzt ist die Frage, kriege ich meine Person da eigentlich nachts aufgeweckt, dass die sofort holen? Ich habe da keine Ahnung, aber wir gucken mal das Logo und dann weiter, ne? So, und was ich mir noch angelesen bzw. angeschaut habe, ist, dass wir da jetzt auch noch ein Bett machen müssen, damit die Person dann hier, sag schon, behandelt werden kann, ne? Drehen, positionieren, dann das Bett auswählen und dann hierfür Gefangene freigeben. Und dann würde ich hier auch noch gerne eine Tür machen. Struktur, Tür, dahin. Und hoffe, dass das alles so klappt. So, und jetzt ist noch die Frage, wie kriege ich hier jemanden, der schläft, wach? Geht das überhaupt? Stelle ein, wie sie. Kriege ich jemanden wach? Das ist die Frage. Lass Messer aus Blastahl normal fallen. Nee, das will ich jetzt nicht. Ich möchte gucken, dass ich die wach kriege. Warte mal, da oben waren noch so Symbole. Was sind das für Symbole? Umbenennen, verbannen. Ne, das will ich nicht machen. Keine Behandlung. Behandlung aber ohne Medizin. Ne, Behandlung ist es nicht. Ernährungsplan üppig. Aufgabe hinzufügen. Zeige Informationen an. Ich glaube das nicht. Wenn ich jetzt diesen Modus. Aha, dann ist sie wach. Wenn ich jetzt den Kampfmodus beende, dann macht sie irgendwas. Ah, das heißt, ich habe sie jetzt dadurch wach gemacht. Dann kann sie doch da oben hinlaufen und diese Person retten, oder? Gut. Ich glaube, jetzt habe ich es geschafft, wie man jemanden aufweckt. Ob das der einfachste Weg ist, weiß ich nicht. Aber vielleicht klappt es ja. Lass mal Red rumlaufen. Ich glaube, das können wir mal gerade schneller machen. Und die Maus da, die schläft auch, oder was es auch immer ist. Der Fuchs schläft auch, cool. Und sie lebt aber wohl noch. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie wir das dann fertig kriegen, ne? Dass wir die behandelt kriegen, weiß ich auch noch nicht. Müssen wir erstmal auf jeden Fall in unser Lager haben, ne? So. Nochmal jetzt normal schnell. Und dann mache ich auch erst Pause. Medizinischer Notfall. Ja, das wissen wir wohl schon. Wie kriege ich den medizinischen Notfall denn jetzt behandelt? Lege fest, ob dieses Bett für medizinische Zwecke verwendet werden soll. Ja. Entkleiden will ich die jetzt nicht. Körper. Zack. Bestmögliche Behandlung. Die nehmen wir erstmal. Die wollen wir ja retten. Die soll ja zu uns gehören, ne? Und kann sie jetzt da was ausführen? Priorisiere behandeln von. Okay, das heißt, das macht die dann jetzt auch. Okay, checken wir mal. Holt jetzt Medizin, das ist schon mal gut. Und behandelt die dann. Und ich will hoffen, dass sie uns nicht vorher wegstirbt. Hier müssen wir auch noch eine Tür hinbauen dann, ne? Wenn der Raum nämlich fertig gemacht ist, ist da ja auch noch eine Tür nach Struktur. So. Wie sieht es denn jetzt hier so aus? Gefesselt, verlangsamt. Weiblich, Alter 45, schläft, Weltraumflüchtling. Und Körper, okay, hier ist schon mal eine. Rechter Fuß ist schon mal behandelt.
Aber Blutverlust ist immer noch extrem. Ich glaube, das war schon an waren. Stich ist klar, jetzt linke Hand noch verletzt. Also ich würde jetzt erstmal den Blutverlust stillen und dann erstmal die anderen Sachen machen, meines Erachtens, ne? Nicht so die beste Idee. Kann man da auch noch was machen oder geht da nichts mehr? Da geht wohl nichts mehr. Schlafplatz. Gefesselt verlangsamt. Ja, Blutverlust ist extrem, aber ist es denn hier zu sehen, dass die noch Blut verliert? Ah, darum ist noch alles rot, ne? Die versaut uns das ganze Zimmer, ne? Sowas. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das ändern kann, ne? Okay, sie behandelt noch weiter. Was macht sie denn? Hat sie denn gemacht? Mal gucken, ist sie was besser geworden? Ne, Blutverlust ist immer noch extrem. 80%. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Sie schläft auf jeden Fall. Was macht der Hund jetzt? Nix. Objekt wegtragen, ne? Also wichtig wäre, dass das Extrem hier mal sich ändert, oder? Okay, die Tür hat schon funktioniert. Voll cool. Ja, müssen wir mal gucken, dass das hier was wird. Aber ich bin da jetzt nicht so sicher, ne? Das ist der Schlafplatz und das ist die Kammer. Das ist immer noch extrem, der Blutverlust. Keiner behandelt das. Kann man hier irgendwas machen? Nee, ne? Schmerzen stark, Bewusstsein 10%, Bewegung 0, Arbeit 0, Sprechen 0, Essen 0, ist klar. Der Rest ist aber alles hier erstmal noch easy going. Ja, bauen hier schön was ab, ne? Granitbrocken bitte wegbringen. Hier ist noch einer, kann auch weggetragen werden. Ach, hier fehlt noch Boden, glaube ich, ne? Medizinischer Notfall, ja. Da sind wir schon hin. Ah, guck mal, da sind heilende Zeichen jetzt. Nicht mehr schlafende Zeichen. Was heißt das? Es hat sich hier was geändert? Ne, ist immer noch Blutdruck extrem. Blutverlust extrem. Ah, vielleicht wird es ja doch noch besser. Ah, da steht jetzt 76% und nicht mehr 80%. Es geht runter. Kann das sein? Ich hoffe, sie verblutet nicht vorher. Ja, weiß ich dann auch noch nicht, ne? Die sind hier beide am Malochen und die, ja, hat Schmerzen. Gut. Das haben wir erstmal schon mal vorangebracht und hoffen, dass das irgendwie besser ist. Was war das jetzt für eine Geschichte? Handschuhe braucht man dafür oder was, um die anzupacken. Was macht der hier jetzt? Ist noch extrem. Stand der eben, ach hier, wenn ich das Dingens aufrufe, ist das da die 75% hinter. Okay, wollen wir hoffen, dass das runtergeht und dass sie nicht verblutet. So, was können wir jetzt noch machen? Gute Frage, ne? Hier den Boden vielleicht mal aufarbeiten. Struktur war das nicht. Möbel, ne, Möbel ist das auch nicht. Struktur, was ist denn? Böden, da sind sie. Jetzt wüsste ich aber gerne, Holzboden ist das bestimmt gewesen, ne? So, dann sieht die Küche auch viel schicker aus, oder? Redrum holt auch schon Holz. Hat das da überall hingelegt. Was macht unsere Verletzte? 74%. Das wird auf jeden Fall besser. Ob es reicht, ist eine andere Frage, ne? Was sagt dieses Handschuhsymbol? Schmutzige Finger oder so? Redrum räumt hier auf. Okay. Ach so, das mit dem Aufräumen, das hat auch mit der Heimatbasis zu tun, ne? Das habe ich auch irgendwo gesehen. Das waren Zonen, ne? Da müsste man mal gucken, wo die Heimatzone ist. Anbauzone, Abfallzone, Lagerzone, abreißen. Heimatgebiet erweitern. Aha. Ich glaube, das machen wir mal weg hier, sonst räumen die das nämlich alle auf.
Und das ist vielleicht nicht ganz so praktisch, wenn wir so viel aufräumen. Nee, hier war irgendwo was, wo wir ein Lager haben oder sowas, ne? Oder? Das machen wir mal so. Ja, weiß ich nicht. Würde ich erstmal so lassen wollen. Hier können wir auch noch was wegmachen, ne, oder? War hier nicht irgendwo das Lager, wo... hier ist das tote Eichhörnchen oder was das war, ne? Naja, tot, da ist unser Lager. Wie sieht es denn mit unserer Gefangenen aus? 71, das wird, oder? Wollen wir ganz stark hoffen. Kann man denn noch was machen mit der? Nee, ne? Kann Maisie nicht füttern. Keine Nahrung. Shit. Wo kriegen wir denn jetzt Essen weg? Befehle. Ernten. Ist hier irgendwo was mit Ernten? Da. Aber wahrscheinlich ist das nur irgendeine andere Sache, ne? Wilde Heilwurzel, die kann man nicht essen. Hier sind Büsche. Kann man die essen? Bärenstrauch, ja. Bestimmt. Was war das jetzt? Befehle? Ach, die waren noch offen. Bitte. Funktionieren nur bei Pflanzen. Sind das nicht Pflanzen? Ich glaube, es sind doch Pflanzen, oder? Was sind da jetzt fehlgelaufen? Ernten. Bären muss man doch... Hier steht nichts jetzt von Ernten oder was? Das hier wird auch nicht schneller fertig wahrscheinlich, ne? Wachstumsrate 40% gewachsen. Was macht dieses Feld hier? 49% gewachsen. Medizinischer Notfall, ja, das wissen wir doch schon. Wie ist denn das hier mit dem Blut? 68. Ich weiß nicht, wir haben aber auch nichts mehr, was wir noch machen können, glaube ich. Sonst würden die das ja schon machen, ne? Notrationen wurden auch nicht gegessen. Wo ist noch Essen? Das ist die Frage. Hier sind noch irgendwelche Pflanzen, aber die Heilwurzel. Wilde Heilwurzel. Wenn ich jetzt hier hingehe, ne, da kann ich ja eine Aufgabe machen, aber einfache Mahlzeit kochen. Aber ich glaube, wir haben nichts für einfache Mahlzeit kochen, oder? Uns fehlt doch Nahrung, ne? Kann ich die jetzt hier ernten? Ach, da ist ja eine Schere drauf jetzt. Keine Ahnung, warum. Finde ich noch irgendwo solche Büsche? Hier unten. Befehl, war offen. Sehr gut. Gibt es noch mehr davon? Hier sind noch zwei. Die Beeren müssen wir jetzt tatsächlich sammeln, damit wir was zu essen haben, oder? Wie sieht es mit ihr aus? Ist besser? Unterernährung, trivial, okay. Ja. Geht denn einer das Essen holen auch? Priorisierung unmöglich, nicht für Waldarbeit zugewählt. Okay. Sie kann es also. Und er auch oder nur sie? Probieren wir doch auch nochmal. Ah, auch da stand das. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die Bären eingesammelt kriegen, ne? Weil die haben alle nichts zu essen dann, ne? Hier wird auf jeden Fall geforscht und die Forschung ist gleich schon fertig. Naja, gleich schon, das dauert noch eine Weile. Hier war ja Unterernährung noch angesagt und die Blutverlust ist jetzt bei 63%. Vielleicht klappt es ja. So, sie hat jetzt die Bären eingesammelt, oder? Entspannen ist jetzt ihre Aufgabe. Kann die mal einer hier wegholen, die Bären? Ach, jetzt ist das Tier, der Hund ist die jetzt aufwetten. Oh, da hat ja gut geklappt, ne?
War sie unsere Pflanzerin? Aber ich glaube, die macht jetzt nur einen, ne, oder? Waren die hier oben näher? Nee, ne? Die waren weiter weg, die Büsche, oder? Ja, die waren weiter weg, denke ich. Aber lassen wir das mal so, weil dann kann ich jetzt... Ah ne, doch, die macht jetzt glaube ich alle, ne? Aber hier schon mal nichts mehr über, ne? Isst sie alle selber? Nicht weglaufen, wir wollen das alles aufsammeln. Was ist das denn hier unten? Irgendein totes Tier, oder? Das hätten wir gerne auch noch aufgesammelt. Und irgendwer anders müsste die Kiste jetzt mal holen. Zwei Kisten sind da ja. Ah, Feli kommt und holt schon mal was zu essen. Nee, nicht weglaufen. Du musst hier auch noch was machen. Er isst auch gleichzeitig. Ich hoffe, das reicht auch noch für andere dann. Redrum kommt auch. Kein Lagerplatz verfügbar, auch sehr gut, ne? Zone. Lagerzone. Und was kommt da rein in die Lagerzone? Das ist Sommer passierte jetzt gerade. Zone erweitern. Lager. Nur Nahrung will ich da jetzt gerade drin haben eigentlich. Alles verbieten. Und Nahrung rein. Kann man auch Nahrung komplett ja sagen? Ja. Gut, dann macht das bitte da rein. Seid ihr schon wieder am Schlafen? Natürlich seid ihr wieder am Schlafen. Okay, wie sieht es bei ihr aus? 58%. Geht ja schon mal, ne? Vielleicht klappt das noch mit dem Überleben. Vielleicht stirbt sie auch, weiß ich nicht. Und Hunger haben auch noch einige wahrscheinlich, ne? Na, wann wird's morgen? Na? Und mal noch schneller. Und jetzt wird es morgen. Er steht als erstes auf und füttert sie. Das kann man nämlich, glaube ich, auch irgendwie Bescheid sagen, oder? Redrum war ja letztes Mal die erste, ne? Die so, steht auch jetzt auf. Jetzt holt sie das Essen da weg, okay, und dann kriegt die erstmal was zu essen, dann klappt das erstmal. Wie sieht das denn bei den anderen hier aus? Das ist kein Hunger oder sowas. Ne, das sieht erst gut aus. Und sie hier hat wohl auch keinen Hunger. Ja, sieht so aus, als ob wir sie über die Runden kriegen, oder? Schwer verblutet nur noch, das ist schon mal gut, nicht mehr extrem. Unterernährung ist leicht, aber es gibt gerade was zu essen gleich, dann müsste das vielleicht auch weggehen, oder? Sie füttert die ja. Hungerzunahmerate plus 60%, okay. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Kann man sie nochmal füttern? Wer war denn jetzt die dritte? Redrum war das, ne? Kann Redrum die nochmal füttern? Nö. Dann hat sie jetzt zurzeit keinen Hunger, ne? Oder war das ein Anzeigefehler? Wenn man es aufmacht, ist es besser? Nee. Gut. Redrum holt das andere Essen auch noch. Das ist schon mal gut. Was macht sie denn damit? Kochmaschine haben wir hier. Und es wird gekocht. Das ist schon mal gut.
Hier ist noch ein Stein, der kann weg. Genauso wie diese ja weg können eigentlich, ne? Hier erlauben. Ach so, jetzt ist erlaubt. Passt schon. Da gibt es eine Mahlzeit und Redrum ist die erstmal alleine. Und Redrum könnte dann aber eigentlich auch hier oben, ne? Essen holen. Also sie ist gar nicht für die Pflanzung da zuständig. Dann macht das wer anders. Gut, aber ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.